Hallo Welt, da sind wir wieder und es geht nach Sanctuary Hills, um einiges an Kram abzuladen. Wir sind natürlich viel zu schwer. Viel zu schwer. Zum Reisen aber nicht. Aber wir sind schwer beladen mit Zeugs. Und wenn man sich mal jetzt unsere Werkstätten so anguckt, alles sieht gesichert aus. Bis auf Oberland Station natürlich. Das ist noch nicht geschützt genug. Und natürlich Hangman Sally, aber das. Die Burg brauche ich gar nicht zu gucken. Ist ja klar. Da muss auch noch was passieren. Aber ansonsten, ihr seht, ja, wir haben gut gearbeitet und sind ziemlich weit gekommen. Fast alle unsere Werkstätten sind nun geschützt und zufrieden. Vor allem haben sie genug Essen, Leute, Wasser, Betten. Alles ist vorhanden. Ist das nicht wunderbar? Ich finde, das ist wunderbar. Ja, auf nach Sanctuary. Und Sachen abladen. Das Gleisgewehr ist eine seltene, selbstgemachte Waffe, die Gleisbolzen mit so hoher Geschwindigkeit verschießt, dass sie sogar Körperteile abtrennen und an Wände nageln können. Ja, das müssen wir uns mal angucken, genau. Obwohl, da gab es ja noch das Gauss-Gewehr. Das haben wir bis jetzt noch nicht gefunden. Da wäre ich ja auch mal ganz besonders gespannt, wie es damit so aussieht. Wir legen erstmal hier für unsere Wachen etwas ab. Damit rüsten wir später unsere Wachen aus. Ich sage es jedes Mal. Ich muss es mir selber auch irgendwie merken. Wir haben bis jetzt nur Schlagstöcke hier drin. Aber jetzt wird sich das ändern, denn wir haben Baseballschläger eingesammelt. Und eine Machete. Ob sie jetzt zum Schluss Baseballschläger oder Machete bekommen, kann ich noch gar nicht sagen. Vielleicht bekommen sie wirklich nur, in Anführungsstrichen, nur Schlagringe. Ich denke aber, bis dahin ist sowieso noch Zeit. Und wir müssen erstmal den Fatman wieder loswerden. Der wiegt ja doch so einiges. Ja, mit 30 Gewicht, 30 hat er ganz schön. Belastet er uns ganz schön. Gehörst du den Minutemen, oder? Gute Arbeit. Mach weiter so, okay? Wir brauchen mehr Leute wie dich. Oh, danke. Schön, das zu hören. Du bist ein echter Held. Davon gibt's heutzutage nicht mehr viele. Hier, nimm das. Es ist nicht viel, aber ich hoffe, es dient der Sache. Jedes kleine bisschen hilft. Wir werden dafür sorgen, dass das gut eingesetzt wird. Oh, diesmal war es kein Teil der Powerrüstung. Ich frage mich dennoch, was es war. Wir können keinen Handel mehr betreiben. Ja, so ein Hey, bisschen sag mir daneben. einfach wo. Willst du Vorräte tauschen? Kein Problem. Ich möchte wissen, was sie dir jetzt gegeben hat, Preston. Als ob ich wüsste, was er vorher drin hatte. Da müsste ich mir dann die Videos mal angucken. Stimpak. Er hat 4 Stimpaks von ihr bekommen. Er hatte vorher keine. Ich habe ihm 4 gegeben und jetzt hat er 8. Ja gut, Kronkorken vielleicht auch ein paar. Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, Kronkorken weniger. Er hatte, glaube ich, 96 schon vorher. Okay. Dann lass mich bitte durch. Danke. Sehr nett. Und wir zerlegen Hi, wie Waffen. geht es dir? Und legen dann ein paar Waffen. Er ist auf einmal verschwunden. Wahrscheinlich war das nur eine Geistererscheinung. Gibt es das hier? Geistererscheinungen herstellen. Was baust du da? Aufgepasst, wir zerlegen ein paar Sachen für Kupfer hier. Injektionsgewehr? Nein, das wollten wir auf jeden Fall behalten. Impro-Pistole, Revolverpistole. Ja, das verwerten wir. Okay. Selbst daraus bekommen wir jetzt Kupfer. Sehr schön. Und was ist mit der Impro-Repetierer-Pistole? Ja, auch die können wir verwerten. Ja, Impro-Gewehr. Da bekommen wir wahrscheinlich sogar ein paar Mods raus. Und Kupfer 2, sehr schön. Kreuzschlüssel behalten wir, das können wir zerlegen hier. Impro-Maschinenpistole, auch für Kupfer. Ja, und das war es dann schon damit wieder. Verlassen. Mal sehen, was wir sonst noch bei haben, was hier in unsere Kisten kann, in unser Sortiersystem. Mal sehen. Ja, das Injektorgewehr, das ist aber eine besondere Waffe, die legen wir lieber im Haus ab.
Und wenn wir schon mal da sind im Haus, dann können wir da auch gleich ein bisschen Kleidung ablegen, denn da waren schöne Sachen dabei. Ich erinnere mich an so einen hellblauen, sauberen Anzug. Und hier kommt jetzt das Injektorgewehr rein. Ich denke, davon haben wir auch noch nichts. Injektorgewehr, ganz genau. Und lagern E. Ja. Okay, Kleidung. Ja, da ist so einiges dabei. Abgenutzter Filzhut, der bringt ja Glück 1. Also wäre ich bin auf jeden Fall abgewetzter Filzhut nochmal. Einer mit Wahrnehmung, einer mit Glück. Also ich bin dafür, dass wir beide mitnehmen. Die wiegen nicht allzu viel. Dafür können wir den gelben Filzhut weglegen, obwohl den lasse ich erstmal drauf. Mal gucken, vielleicht sehen die auch gar nicht so gut aus. Abgewetzter, naja, abgenutzter Filzhut. Für Glück. Ja, Glück wollen wir ja immer haben. Was können wir sonst noch hier ablegen? Leichte? Nein, das alles nicht. Das können wir gleich verwerten. Was ist das? Sackkapuze mit Riemen? Auch nicht. Sturmgasmaske. Ja, haben wir denn die guten Anzüge gar nicht mitgenommen? Sieht fast danach aus, oder? Übersehe ich die jetzt einfach. Ich sehe hier nur Lederrüstung, leichte Kleidung. Da müssen wir nochmal ganz schnell zurück, bevor wir irgendwas anderes machen. Sonst vergessen wir das nachher und dann ist das für immer in Nordhagen Beach, in der gelben Kiste. Nun gut. Erstmal zerlegen. Das frage ich mich aber ernsthaft. Ja gut, wir waren voll. Deswegen haben wir wahrscheinlich die Sachen nicht mitgenommen. Höchstwahrscheinlich, ja. So, Rüstungswerkbank herstellen. Genau, wir zerlegen, was wir zerlegen können. Verwerten. Für Leder erstmal. Ups, was war das? Falsche Taste. Immerhin Stahl. Stahl ist doch auch immer gut. Die zwei Sachen behalten wir. Mit Taschen hier. Na, aber egal. Wir kriegen ja auch 3 Stoff da wieder raus. Okay, verlassen. Wie viel wiegen wir? Ja, es geht. 144. Ach so, ja, den Rest, den wir jetzt nicht verwerten konnten, legen wir natürlich wieder zum Verkauf für später hier wieder rein in die Mülltonne. Ja, so machen wir das. Lagern. Lederkombi. Leichte Kleidung. Kleinvieh macht auch Mist nachher beim Verkauf. Obwohl, wenn ich mich so an die anderen Vorgängerteile erinnere, da war es dann ja so, dass die Händler auch nicht unbegrenzt Kronkorken dabei hatten. Also werden wir da wahrscheinlich dann lange, lange, lange viel, viel, viel verkaufen können. Aber wir haben ja den Vorteil diesmal, dass wir unsere eigenen Verkaufsstände hier bauen können. Und das werden wir dann mit Sicherheit auch tun. Ich hoffe, du weißt, wie viel du für uns getan hast. Na, ich mag niemanden unterbrechen beim Sprechen, deswegen habe ich sie mal aussprechen lassen. Wir tragen aber immer noch ein bisschen viel. Wir können ja einmal gucken, wie hier der abgenutzte Filzhut mit Glück wieder so aussieht. Naja, okay, besser als der gelbe vielleicht zum Vergleich. Das hier ist der gelbe Filzhut. Ja, mit Wahrnehmung drauf. Und das ist der abgenutzte Filzhut mit Glück drauf. Hm. Ja, alles klar. Den gelben können wir also ablegen. Einmal gucken, ob der abgewetzte Filzhut mit Wahrnehmung, ob der auch was kann. Oh nee, ja, das ist nicht so ganz, eher so Cowboy-Style. Ist zwar auch noch, vielleicht könnte das ein Fedora sein, Trilby sein, aber ist jetzt nicht ganz mein Ding, aber na gut, wir behalten vielleicht den gelben lieber bei und legen den abgewetzten wieder weg. Ja, das ist ja Geschmackssache. Es wird ja keiner auf den Hut gucken und sagen, ih, das ist aber ein hässlicher Hut. Nein, ich glaube, wir nehmen jetzt den abgenutzten Filzhut. Tragen wir sowieso, der ist in Ordnung. So einen habe ich auch, nur nicht in dieser Farbe. Okay.
Also so einen habe ich auch in Real, trage ich immer. Das heißt, wenn ich rausgehe natürlich nur. Und den gelben. Ja, wunderbar. Das war mein Wecker für morgens. Das war der Hinweis, dass ich schon wieder eine Stunde hier sitze und mal eine kleine Streckpause machen müsste. Gesundheit geht eben auch, zählt auch was im realen Leben. Gelber Filzhut, den behalten wir also, den abgewetzten tun wir weg. Okay, den lagern wir aber hier schön brav ein. Dann geht es weiter nach Nordhagen Beach, um die schönen Anzüge zu bekommen. Wieder zurück nach Nordhagen Beach. Ganz schnell. Sie brauchen jetzt Betten. Jetzt haben sie genug Schutz und es fehlen Betten. Na gut, wenn wir dann schon mal da sind, können wir ja gleich ein paar Betten dort aufschlagen. Vielmehr werden wir erstmal bei den Schlafsäcken bleiben, um Stahl zu sparen. Wir haben ja doch ganz schön damit rumgeaßt. Also es ist ja doch ganz schön Stahl weggegangen. Hätte ich gar nicht gedacht. Ja, wir haben überall den Schutz aufgebaut. Der hat natürlich sehr viel Stahl verbraucht. Naja, man findet ja auch viel Stahl im Commonwealth. Aber als erstes, das Erste. Ja, ich höre gleich weiter. Tut mir leid. Ach, hier ist ja einiges drin. Das müssten wir noch mitnehmen. Schwarze Weste und Hose müssten wir noch mitnehmen. Beide Supermutantenhelme müssten wir mitnehmen. Die Synth-Rüstung können wir jetzt... Hier ist der schmutzige blaue und ein sauberer hellblauer. Ich wusste es doch. Metallrüstung lassen wir hier drin und Gurtzeug nehmen wir mal mit. Aber bleiverkleidet, Raider, irgendwas, das nehmen wir mal mit auch. Okay. Mit der Ernte läuft es gut, das freut mich. Betten habt ihr zu wenig, das ist wieder nicht so schön. Aber wir schauen mal, was wir da jetzt zaubern können. Hier könnten noch ein paar Betten rein. Mit Fenster sogar, mit Aussicht hier. Aussicht auf den Hafen oder das, was davon übrig ist. Genau, hier kommen noch ein paar Betten hin. Es sind 12 Leute. Meistens siedeln sich ja so um die 16 an. Selten mehr. Also kommen hier jetzt noch so 5 Betten. Werden hier nicht reinpassen. Wir lassen vielleicht so einen Gang. Ne, wir bauen hier doch noch etwas von unserem guten Stahl dran. Und wenn ich mich erinnere, hatten wir hier noch Sachen, ja sowas genau. Das passt aber nicht an die Seite jetzt, oder? Das könnte man nur hinten weiter anbauen. Achso, das ist der Korridor. Ah, dieses Teil meine ich hier. Irgendetwas mit Wänden war doch da noch. Ja, ich hätte es jetzt liebend gerne daneben gestellt, aber ja doch, das könnte hier passen. Wobei ich jetzt überlege, ob wir da nicht direkt noch so ein Teil, also so eins hier daneben bauen sollen. Das ist, glaube ich, dann kann man das sogar noch vergrößern. Wobei ich glaube, sehr viel mehr Betten werden wir nicht brauchen. Ja, das da noch vollstellen. Ja, wie viel Stahl verbraucht das denn? 10 Stahl, ja, guckt euch das an. Da haben wir ratzfatz wieder unseren Stahlvorrat aufgebraucht. Wir versuchen mal lieber so eins da noch hinzustellen. Ne, passt nicht. Ah, will nicht. Okay, ist auch nicht schlimm. Wir nehmen einfach das hier und lagern das wieder ein. Und dafür stellen wir dann eins mit Wand dahin. Ist doch ein bisschen, man schläft ja doch immer ganz gerne an der Wand. Ist vielleicht etwas gemütlicher. Oder? Komm schon. Ja. Na. Es ging doch. Eindeutig ging das vorhin. Ab und zu. Ja, es muss schon richtig sein. Sonst brauchen wir das hier gar nicht zu machen. Vielleicht nehmen wir doch die Ecke hier. Wo ist die Ecke? Den Korridor nicht. Wir hatten doch eine Ecke vorhin. Das hier. Nein, das ist der Korridor. Das ist die Ecke. Ah, das ist total geschlossen. Es müsste aber auch eine Wand und Dach, eine Ecke noch irgendwo sein. Eine Ecke haben wir gar nicht hier. Wunder, Wunder. Ende des Korridors. Aber vielleicht nehmen wir sowas einfach.
Denn dann könnten wir vorne eine Wand noch einreißen. Aber egal. Das muss doch da dran passen. Das hat doch ein paar Mal... Ja, da war es doch. Ey, jawohl, so. Das soll auch erstmal reichen jetzt für weitere Betten. Beziehungsweise Schlafsäcke. Kopfteil nach oben, hoffe ich. Okay, 16 Betten, die sollten erstmal reichen. Vielleicht eins noch, falls wir hier mal aufschlagen, aber dann können wir ja immer noch was bauen. Stoff haben wir ja zum Glück immer genug. Und jetzt können wir mal sehen, wie es hier mit der Moral aussieht, ob sie jetzt mehr Schutz brauchen, da ja auch mehr Betten und Leute da sind. Tatsächlich wollen sie wieder Schutz. Ja, was sollen wir denn dagegen machen? Wir können ja gar nicht mehr hier so viel bauen, denn sonst, wir haben ja jetzt das Öl schon wieder verbraucht und das wird wohl noch eine Weile so weitergehen. Ja, wir werden in der nächsten Folge auf jeden Fall zusehen, dass wir in Nordhagen Beach den Schutz wieder etwas erhöhen. So kommen wir dann auch mehr dem Rätsel auf die Spur, wie viel Schutz eigentlich pro Mann und Maus benötigt wird. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.